Das ist heutzutage total anders. Und da sollte man sich auskennen, wenn es darum geht, Bilder ins Internet zu stellen oder mit Bildern aus dem Internet etwas anzufangen. Deswegen ist Michael Terhaak heute bei uns. Hallo, herzlich willkommen. Fachanwalt für IT-Recht. Gucken wir uns einzelne Fotos mal an und Sie sagen uns, auf was wir da achten müssen. Wir haben hier einen Klassiker, die Geburtstagsparty. Vielleicht sind alle Generationen da, es wird gewunken. Danach möchte ich das der Welt mitteilen und vielleicht in einem sozialen Netzwerk teilen. Ist das okay? Einfach ja, so? Also hier muss, wird man sicherlich sagen können, die Herren und Damen sind damit einverstanden, dass sie fotografiert werden, winken fröhlich in die Kamera. Ja. Vielleicht rechnet der ein oder andere aber nicht zwingend damit, dass es nachher im Internet landet. Das heißt, dafür müsste ich dann eigentlich schon noch mal fragen. Da ist jetzt die Formulierung, müsste eigentlich rechtlich bindend. Das heißt, könnte Absolut. Mir jemand, der auf dem Foto ist, einen Strick draus drehen und sagen, das musst du sofort wieder rausnehmen? Absolut kann er das. Ja, genau. Mit müsste eigentlich meine ich, dass in der Familie vielleicht das Konfliktpotenzial ein bisschen geringer ist. Geringer? Ah, ja. Da sind Sie sehr optimistisch. Ja, aber egal. Also eigentlich muss ich ganz sicher dann fragen, ob ich die Erlaubnis dafür habe. Mhm. Oft genug kräht nach kein Hahn nach, aber wenn ich es richtig machen will, sollte man schon fragen. Ah, genau. Ich kriege hier noch eine Frage reingereicht zum Thema. Das werden wir aber gleich stellen. Ich will erst mal hier weitermachen mit dem Foto, das wir da haben. Hier machen drei junge Menschen ein Selfie von sich. Sie sind aber vielleicht auf einer öffentlichen Veranstaltung und nicht alle, nicht allen ist vielleicht klar, dass dieses Foto danach dann irgendwo auf einem Account dann geteilt wird. Zunächst gepostet wird und dann geteilt wird wiederum vielleicht. Ja, hier würde ich auch so etwas Ähnliches sagen wie eben, dass das Bild gemacht wird, wird kaum einen überraschen, der drei, denn die sehen ja gerade mit selber drauf, was passiert. Ich würde sogar so weit gehen, dass derjenige fast damit rechnen muss, dass so ein Selfie veröffentlicht wird. Dafür wird das gemacht heutzutage. Ja. Wenn ich auf Nummer sicher gehen will, frage ich aber natürlich auch hier, ob derjenige was dagegen einzuwenden hat. Ja, und dann muss ich diese Einverständnis mündlich per Handschlag einholen, per Schulterschlag oder sollte ich mir einen kleinen Zettel machen? Naja, das reicht. Also ich muss es dann nachher nur beweisen. Klar ist es besser, wenn ich sowas schriftlich habe. Ja. Aber wenn ich zwei, drei Zeugen dabei hatte, die gesagt haben, ja, der war damit einverstanden und da ist drüber gesprochen worden, dann reicht das grundsätzlich auch. Drehen wir die Sache mal um. Und zwar jetzt hier zu unserer Mail, die uns an studio@ardbuffet erreicht hat. Hier ist die Frage Bilder im Netz. Es ist jemand auf der Webseite seines Sportvereins abgelichtet mit Name und vielleicht noch mit zwei, drei Sätzen. Das Ganze ist jetzt aber schon 10 Jahre her. Also diese Gruppenaufnahme wohlgemerkt, hat er das Recht zum Verein zu sagen, bitte nehmt doch jetzt dieses Foto raus, weil erstens mal bin ich nicht mehr Mitglied des Vereins und zweitens mal das, was da steht, was weiß ich, dass ich der Wahnsinns-Linksaußen im Handball, keine Ahnung war, stimmt jetzt schon so lange auch nicht mehr. Naja, wenn man unterstellt, dass die Einwilligungserklärung irgendwann mal vernünftig gemacht worden ist, dann sagt die Rechtsprechung, da muss schon was ganz Besonderes dazukommen, dass man das wieder, wieder aufheben kann. Ja. Also irgendwelche Anzüglichkeiten oder irgendwas, wirklich ein dicker Hund schon, wo man sagen muss, okay, die Situation hat sich geändert. Wenn ich damals gefragt worden wäre, wenn in 10 Jahren es so und so ist, nehme ich es nicht. Aber das sind wirklich Ausnahmefällen. Normalerweise bin ich an sowas eigentlich gebunden. Wenn er jetzt beim Konkurrenzverein ist und das überhaupt nicht mehr ertragen kann, da zu sagen, in den meisten Fällen wird es der Verein ja dann auch machen. Gut, aber rein rechtlich ist es schwieriger, ein Foto von mir, ja, was jetzt nicht verunglimpfend so ist es, genau, wirkt, aus dem Netz entfernen zu lassen von jemand anderem. Wenn ich einmal damit einverstanden war, dann muss ich mich grundsätzlich daran auch langfristig binden lassen. Genau. Okay, gucken wir mal weiter. Hier haben wir einen wunderbaren Schnappschuss, vielleicht auch auf einer Party oder einer öffentlichen Veranstaltung entstanden. Es sieht nicht so aus, als würden die merken, dass sie gerade fotografiert würden. Was ist denn mit so einem Foto? Das ist der entscheidende Unterschied. Hier guckt keiner in die Kamera, da muss ich damit rechnen, dass vielleicht sogar niemand mitbekommen hat. Ja. Dann ist unter Umständen sowohl das Aufnehmen und erst recht das Veröffentlichen unzulässig, es sei denn, die drei Personen haben auch wirklich noch was dazu gesagt. Wenn ich sowas dann von mir selber sehe, was weiß ich, der junge Mann hier in der Bildmitte ist unterwegs und sieht Tage später vielleicht beim Veranstalter der Party und so weiter sein Foto, was kann er denn tun, damit dieses Foto schnell aus dem Netz verschwindet? Man sagt ja, das Netz vergisst nichts. Ja, da soll man immer schnell sein, das ist klar. Er muss sich, kann sich zum einen an den Fotografen wenden und an das Forum vielleicht, wenn es irgendein soziales Medium ist, oder den Webseitenbetreiber, dass er sagt, hier, dazu ist kein Einverständnis von mir erteilt worden, nimmt es bitte sofort raus und das müssen die dann auch machen. Das müssen die dann auch machen, das merken wir, das müssen die dann auch machen. Wir gucken mal weiter, was wir noch hier an Beispielen haben. Hier doch ganz klar, also da ist offensichtlich, egal ob im privaten oder öffentlichen Bereich jemand fotografiert worden, der will nicht, ne? Das ist, würde ich sagen, ein schöner Klassiker, das Recht am eigenen Bild, das haben wir alle. Und wenn einer in der Art, deutlicher Art und Weise hier zur Kenntnis bringt, dass er das nicht möchte, dann darf schon eigentlich das Bild gar nicht gemacht werden.
Gut, merken wir uns das, diese Geste. Wir haben hier die Situation, dass wir schlicht und ergreifend Landschaftsaufnahmen machen, egal ob jetzt ein geschützter Nationalpark oder nicht. Mhm. Das wird gerne veröffentlicht, auch als Startfoto beispielsweise bei den sozialen Netzwerken genommen. Völlig bedenkenlos? Das ist in dem Fall bedenkenlos. Der Berg hat keine Rechte. Mhm. Das nennt man Panoramafreiheit. Das heißt, alles, was ich von öffentlichen Wegen ersehen kann, kann ich auch so fotografieren. Also wenn es ein Privatgelände ist, schon wieder was anderes. Ja. Aber von öffentlichen Wegen kein Problem. Gucken wir noch einmal weiter. Wir haben hier noch ein Beispiel, das zwar auch wahrscheinlich von einem öffentlichen Weg aus fotografiert wurde, aber doch über eine Hecke, die ja einen gewissen Schutz darstellen soll. Absolut. Das ist hier ein technisches Hilfsmittel, was ich dazu nehme. Das würde auch zum Beispiel eine Drohne oder eine Leiter sein. Mhm. Das ist nicht in Ordnung. Das ist von der Panoramafreiheit nicht mehr gedeckt. Wenn ich mit der Kamera über den Zaun knipse, ist das ein Persönlichkeitsrechtseingriff in die Rechte meines Nachbarn oder denjenigen, der da wohnt. Also sollte man nicht machen. Oder wenn man was Entsprechendes entdeckt, kann man sich gegen wehren. Hier noch eine Geschichte. Klar, ich sag mal, in irgendwelchen Hochsicherheitseinrichtungen sowieso. Aber sieht man mittlerweile auch oft in Geschäften, dass man in Ladengeschäften nicht fotografieren darf. Ja, oder auch in Museen ist das immer gerne gesehen. Das ist Hausrecht, klassisches Hausrecht. Da kann der Inhaber oder auch der Pächter entscheiden, was hier passiert und was nicht passiert. Und wenn man sich nicht dran hält, kann man durchaus rausgeschmissen werden. Oder die Bilder können sogar aufgefordert werden, dass sie gelöscht werden. Obacht ist da also geboten. Es gibt noch mehr Fragen, deswegen freundlicherweise ist Michael Terhaak noch nach der Sendung zu erreichen. So ab 13 Uhr 0180 229 1215 die Telefonnummer. Bilder im Netz. Was müssen wir da beachten? Welche Rechte haben wir da aber auch am eigenen Bild?